Herzlich willkommen bei Father and Son Play for Fun. So, dann schauen wir mal. Was machen wir denn heute am Samstag? Ackerminze sammeln, auf Fleisch essen, Gegenstände an Hehler verkaufen. Gürteltier, Schatzkarte oder Schätze gefunden. Ja, das ist ja alles machbar hier, oder? Kopfgeldjäger gesucht, jetzt sieht man so ein Lasso. Okay, vom Pferd aus und 5 Minuten. Da könnte man mal was reißen, ne? Versorgungsmission 5 Minuten mit 2 Stück. Oh, entfernten Käufer wird nix. Sammlerstücke finden. Ja, alles machbar. Oh, selbst was trinken. Und die Einrichtung ändern. Und betäubte Tiere weglegen, ihre Tiere fotografiert. Ja, ich denke, da geht was. Dann schauen wir doch mal, wie weit ist er hier. Aha. Ja, dann fahren wir doch erstmal ein Türchen. This is Sonst the life, wird das huh? ja mit den Selfish and Versorgungsmissionen gar ignorant, nichts. trained in no one. We are making something of ourselves. Und wie Now this immer, might even put a smile on bitte your abonniert den face. Kanal, It's time to make a lasst sale. mir ein Like I've got da some und buyers schreibt bitte locally. was in die Not the Kommentare. highest price, but easy money. And I'll take easy over hard any day. Denn ohne, ja, Auslieferung keine Versorgungsmission. Aber die Knarre ziehen. Also weit entfernt, da habe ich keine Lust zu. Das zieht sich ja wie Kaugummi. Hier ist ja gefühlt alles um die Ecke. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Wochenende und könnt jetzt auch den Samstag genießen. Ich war wie immer erst arbeiten, dann einkaufen, dann erstmal in Ruhe mit den Kindern gegessen. Kinder ist gut, ne? Ja, Kinder bleiben sie ja. Und jetzt kann ich hier die Entspannungsrunde am Samstag fahren. Da hört man schon wieder, da kommt der Zug. Da werden wir nicht drauf warten. Da fahren wir hierher. Ich höre gar keine Ballerei. Ja, dann können wir auch nichts looten, ne? Keine Gegner da. Hier ist leider nichts zum Einsammeln. Dann wechseln wir schon mal eben auf die Betäubungsmunition. Dann reiten wir mal zurück zum Lager. Und checken hier die üblichen Stellen. Ja, ist mau, ne? Oh, hier könnten Gegner auftauchen. Pass mal auf. Hey, don't
I did something to my leg. I can't hardly walk. I need some help. Wir essen erstmal was. Please. You're gonna help me, right? Hurts to stand. Oh, thank you. Whew. Oh, this is a relief. Ja, manchmal ist das ja hier verarsche. Hopefully he'll take care of me. Ja, komm, schau einige auf. Weil manchmal wird man ja dann hier überfallen. Aber dann sind wir mal so nett zu bringen, die Dame mal immer Strawberry. Sind wir ja nicht so, ne? Between us, I just slipped on a root. I can't believe it. We'll have to come up with a better story than that. My sister will never let me hear the end of this if she finds out. Oh, this is all I need right now. Oh. Das habe ich ja noch nie geschafft. Ja, und nü? Anyway, oh, this is all I need right now. Sag mal. Haben wir nochmal Glück gehabt. What the hell are you doing? Mein Gott, steig auf, Mädel. Sowas kann ja mal passieren, ne? Schade, heute ist kein Schatzsucher hier. Dann hätten wir das nämlich auch schon erledigt. Ja, das war auch wieder knapp, das kann ich. Doctor ain't fishing for once in his life. Thank you. What's this about? Here. My gosh. Ist auch nichts. Aha. Da ist das erste Sammlerstück. Ich hatte gehofft, dass hier der legendäre, keine Ahnung, Fuchs, Kojote, irgendwas ist. Dann hätten wir da auch schon mal was erledigen können. Ah, da ist er. So, dann werden wir jetzt das Pheromon benutzen. Das war Quatsch. Dann hauen wir uns... Nein. Das Tantonikum rein ist die Idee. Ich will den ja fotografieren. Wo ist der denn? Hmm.
Da ist er. Ich wollte ihn doch nur fotografieren. Wie mache ich das denn jetzt? Achso, das geht jetzt nicht, ne? Der nimmt ja jetzt die Kamera nicht, ne? Das ist so ärgerlich. Wo muss ich jetzt hin, dass ich den fotografieren kann? Oh Mann, ich will ihn nur fotografieren. Ich soll ja eh Fleisch essen, ne? Wie mache ich das? Wie fotografiere ich den jetzt einfach mal? Kann ich hier auch so einen Pin? Nee. Ja gut, der Kojote ist entkommen. Das ist aber egal. Wir haben zumindest schon mal die Hälfte mit dem Pheromon da erledigt. Da liegt mein Hütchen. Ja gut, dann würde ich sagen, räumen wir mal da unten auf. Dann gibt es vielleicht auch Sammlerstücke von Gegnern. Oh, das geht schneller als ich dachte hier. Das Pferd haben sie gleich. Aber ey, das ist jetzt... Das regeln wir gleich. Pferdeerwecker dabei hier. Wie jetzt sind die... Na gut, das bringt mich jetzt nicht nach vorne hier. Alle weg, ich glaube, betagt. Ja, das klappt doch nicht so gut hier, ne? Ja, dann. Düsen wir mal eben hier in die Schwarzbrennerei. Auch nix. Das gibt's doch nicht. Trinken wir eben ein. Ändern mal eben hier die Einrichtung. Dann haben wir doch schon mal ein bisschen was erledigt. So, ich muss auch mal was trinken hier, sonst versagt nachher die Stimme. Das wollen wir ja nicht.
Alright, what's next then? So, Bardekor aufs einfache Dekor wechseln. Fertig. Erste Herausforderung erledigt. Und mal eben selbst was trinken. Ja, das einfache Dekor, das mag ich ja auch. Ja, das ist ja schon schön hier. So, dann sind wir hier schon fertig. Denn mehr müssen wir hier ja heute nicht machen. Achso, ich muss ja noch irgendein Fleisch essen, ne? Das war falsch. Das wollte ich nicht. Oh, jetzt muss ich aber irgendwann mal zu Madame. Das wollte ich. Zu Harriet. Aber was nachkaufen, ne? Das gibt's doch nicht. Hier müssen doch irgendwann mal Sammlerstücke auftauchen. Nichts zum Ausbuddeln, das gibt's doch nicht. Oh. Ja gut, die können wir ja nicht liegen lassen. Ne? So, Ackerminze, das müssen wir eh später machen. Zum Hehler, ja, wollte ich eh Schatzkarten und so weiter und so fort. Aber dass hier so gar nichts ist, ne? Das ist ja echt ein Witz. Aber das ist ja traurig. Dann suchen wir uns irgendwas klar, irgendein kleines Tier, denke ich. Da sitzt eigentlich fast immer ein Dachs gefühlt, also wenn die Uhrzeit passt. Was ist denn da schon wieder los? Wo ist der denn? Oder war das denn der Jäger? Sich um alles kümmern, oder? Wir schauen uns auf jeden Fall hier noch um. Herr Kolber, schon mal von Steuerbeamten verhaftet. Rette ihn, um weiter Schwarzgeld zu verkaufen. Oh nee. Oh nee, wo ist der? Oh, jetzt müssen wir da aufräumen, ne? Ob wir wollen oder nicht. Heute läuft aber auch nichts rund, oder? Habt ihr es gehört? Da. Das nehmen wir mit. Also das lasse ich nicht hier.
Ja, das geht auch schon wieder schief hier. So, hier noch, da ist er. Kommen die eigentlich permanent nach, oder? Ist ja auch irgendwann mal Schluss. Ich wollte ja mal so, so ein bisschen was looten hier. Hoffnung. Der für eine Knarre. Jetzt hoffe ich aber mal, dass die wenigstens ein paar Sammlerstücke dabei haben. Weil so viel Zeit haben wir hier nicht. Was ist das für ein Mist? Aha. Unfair, jemand räumt hier richtig ab und dann gibt's da nichts. Nein, nicht ausruhen, das gibt's doch nicht. Soll sie hier plündern, die Kollegen? Wie ist der denn genau? Da. Auf nach Blackwater, ja super. So, muss ich mal gucken. Ich glaube, hier kann man relativ entspannt runter. Ja, da kommen natürlich noch mehr, ne? Aber ich denke, in 5 Minuten kann man das schaffen, deswegen, da bleiben wir jetzt mal entspannt. Aber das meine ich, ne? Man hat eigentlich was vor. War da etwa gerade noch eine Pflanze? Ne, da. Oh, 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 oh. Ja, das buddel ich trotzdem aus. Hilft ja nichts, da reite ich ja nicht wieder hin zurück, ne? Ja, aber dann bin ich da, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Was haben wir jetzt wieder? 25 Minuten verballert und quasi nichts geschafft, ne? Dass wir jetzt gleich eine Versorgungsmission machen können.
So, dann checken wir gleich erstmal, was haben wir überhaupt geschafft. Und dann mache ich vielleicht zwei Teile davon und gut ist. Oh, oh, oh. Da kann ich nämlich weiter aufnehmen, wenn dieser Teil hier hochgeladen wird. Ist auch in Ordnung. Und dann habt ihr auch schon mal was zu gucken. Aber das meine ich, ne? Wir haben schön was vor, dann retten wir es jemanden. Bringen die Dame, müssen wir ja sagen. Nach Strawberry. Dann hier den Käufer. Dann zwischendurch wieder irgendwelche Sammlerstücke. Hier ist das nächste. So, Betäubungsmunition raus hier und weiter geht's. Also die Einstellung, weiß ich nicht, die wird mich nerven hier. Oh. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ja gut, dann. Dann müssen wir das so machen. Ist die Knarre so schlecht? Nö. Da nicht irgendwann? Nö, ich dachte, da sitzt was. Das kann auch nicht wahr sein, dass jetzt hier gar nichts ist. Ja, große Tiere will ich nicht, da dauert mir das Betäuben zu lange her. Ach, was soll's, ne? Nee, das muss was Kleines sein. Was haben wir denn da? Schon wieder los. Hört's auch, ne? Oh. Partner, whoo! I was almost a meal there. Bye, friend. Wie das alles?
Aber ganz ehrlich, sowas passiert mir hier heute ständig. Das nervt ja schon fast. So, jetzt mal eben gucken. Gegenstände an Hehler verkauft. Okay, das werden wir noch machen. Schatzkarte oder so. Ja, ja, das können wir auch noch machen. Und Kopfgeldjäger, ja, wissen wir ja. Händler. Da ist ja quasi noch nichts passiert. Zwei Versorgungsmissionen. Sammler, da sind wir ja ganz gut dabei, möchte ich mal behaupten. Und das haben wir erledigt. Naturkundler. Ist machbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eben den Abflug nach Hause. Etwas über 30 Minuten. Gucken wir mal, ob wir schon mal eine Versorgungsmission machen können hier. Jawohl. Habe ich nicht gerade noch was auf dem Pferd gehabt? Ist doch egal. Dann nicht. Oh nein. After a few hours, the effects are rather pleasant. Definitely a perk of the trade. Anyway, I seem to be going through it at quite a rate. Could you track down some ore for me? Just make sure you ride careful with it. Ausgerechnet das, ganz ehrlich. Naja gut, dann machen wir das. Und mal eben noch Munition ab hier. Das unter 5 Minuten zu schaffen, kann gut gehen, muss aber nicht. Aber dadurch, dass wir sowieso zwei Versorgungsmissionen machen müssen, mache ich mir da jetzt nicht so einen Kopf. Die machen wir jetzt noch. Dann machen wir Schluss. Dann habt ihr auch schon mal was zu gucken. Mein Gott, was ist hier heute los? Das muss ich sagen, das ist wirklich die Versorgungsmission, die ich am bescheidensten finde. Da habe ich nicht so Bock drauf. Aber ihr wisst es auch, es geht nicht immer nach Bock, ne? Muss erledigt werden. Vielleicht finden wir hier oben noch das ein oder andere Sammlerstück. Und hier muss man ja aufpassen, dass man nicht aus Versehen den Laden in die Luft jagt. Da ist es nämlich da. Tau-Karte drin. Sehr gut. So, fix alle looten. Rum. Ja, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was geschafft hier. Ja, dann läuft's ja doch noch, ne? Mein Gott.
Norma. Das ist wirklich die Versorgungsmission, die mag ich an und für sich gar nicht. Da kommt schon die nächste Pfeife hinter uns her. Mal stellt sich hier auch gleich an einen Weg. Da ist er schon. Meine ich, das ist so ein bisschen nervig. Dann hier rumgurken mit den Chemikalien. Da wird der Weg gleich auch noch schön bescheiden. Und durch dieses Rumgeschaukel hier, da passiert es mir schon wieder. Da leidet der Wagen, ihr seht das. Da kann man den richtig schön zerlegen. Ist wieder auch nochmal hier gut durchgeschaukelt. Da. Ich habe das schon mal geschafft, so einen Wagen zu zerlegen. Ihr seht das da oben. Das geht. That's what I like to see. So, das haben wir geschafft. Das war jetzt nicht so glorreich. Ich habe den Hund nicht gestreichelt, ne? Das müssen wir aber noch machen hier. Mann, 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 das geht doch nicht. So. So muss das sein. Eben noch den Hund gestreichelt. Jetzt checken wir das mal eben. Was haben wir geschafft? Ackerminze. Sag mal, meine Herren, noch, wir verkaufen mal was an Ela und zum Gürteltier. Wenn wir auch noch finden. Einen Schatz können wir auch noch aufmachen. Kopfgeldjäger haben wir nichts geschafft. So. Hier noch eine Versorgungsmission. Sammler. Das mit dem Metalldetektor ist machbar. Das nicht. Ja, das eine auch noch. Also, so einfach. Ja, jetzt dann nicht. Wir brauchen halt Zeit. So, dann hauen wir hier mal eben kurz vielleicht ein bisschen was raus. Dass wir auch nicht auf die Idee kommen, wenn wir nachher was anderes machen. Die Arbeit einzustellen, weil er nichts hat. Ja. Das wäre ja eine Katastrophe. That's top notch. Excellent. Thank you. Weil das muss ja nicht sein, ne? Weil meist habe ich genug Zeugs in der Tasche hier. So. Ich denke, da können wir auch noch ein bisschen was von raushauen hier. Dann hat er erstmal genug zu tun, dass hier keine Langeweile aufkommt. So, das war der erste Teil am Samstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My father and son play for fun.